Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assetto Corsa. Heute mal mit einer sehr, sehr geilen Kombination. LaFerrari auf Paul Ricard. Kriege ich den Namen hier ins Bild? Jawohl, da steht's. Hatten wir schon in einem Community-Rennen. Aber da habe ich ja schon gesagt, dass wir hier eine richtig geile Kurve zur Verfügung haben. Und ich glaube, wir verlieren gar nicht viel Zeit, sondern fahren direkt mal drauf zu. Ich mache die Apps aus, wieder an. Wir gehen in die Cockpit-Perspektive und dann kann es hier losgehen. Strecke steht auf Old. Das heißt, wir können hier ein bisschen rumdriften. Und wir haben natürlich die LaFerrari Straßenreifen drauf. Und da geht's hier schon los. Ja, das habe ich im Community-Rennen schon angekündigt, dass wir hier eine Kurve haben, die es wirklich in sich hat. Das ist wohl die geilste, für mich jetzt so die geilste Driftkurve, die man in zur Zeit in Assetto Corsa so bewältigen kann. Ich habe natürlich auch noch nicht alle Modstrecken ausprobiert und so weiter. Deswegen, ja, muss man diese Meinung nicht teilen oder nicht annehmen. Aber wenn wir die Kurve gleich hinkriegen, wird das echt schon ganz nice. Es ist keine wirkliche Driftstrecke hier. Auch vor allen Dingen wegen den langen Geraden nicht. Es gibt zwar ein paar schöne Driftkurven, die man mit dem LaFerrari auch gut nehmen kann, weil er einfach so viel Power und Schmackes hat. Hier zum Beispiel kannst du noch im vierten Gang bei 150 ein bisschen rumdriften, wenn man die Kurve dann richtig nimmt, was wir vielleicht noch in den nächsten Runden dann machen werden. Aber jetzt wird erstmal hier auf 350 hochbeschleunigt und danach geht's in eine richtig geile Kurve. Ich hoffe, wir kriegen die hin. Ich krieg die immer so 50%, ne? Da krieg ich die hin. Bei 4 Versuchen, also 2-mal. Habe ich sehr gut ausgerechnet, danke. Ja, jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen, weil die Streckenverhältnisse schon sehr schlecht sind. Hier ist schon mal eine sehr geile Kurve. Drift bei 170, warum nicht? Im fünften Gang. So, und jetzt gehst du hier in den vierten Gang. Nimmst ein bisschen Anlauf. Und dann geht es hier ab. Das sieht schon mal sehr gut aus. Guck dir das an, guck dir das an. Jetzt mal schnell in den dritten runter, damit wir hier noch agieren können. Und das war die Kurve. Es hat direkt beim ersten Mal geklappt. Ich bin ja ganz begeistert. Alter, ist das eine geile Kurve. Man fängt mit 130, 140 an, sich da reinzuschmeißen und hält dann einfach nur ein bisschen den Winkel, ein bisschen das Gas. Und schon hat man da mal eben locker ein paar hundert Meter Drift. Das ist echt richtig nice. Hier müssen wir aufpassen, hier kommen wir raus zu weit. Aber können auch hier mit einem Gasstoß den Kahn quer holen. Und deswegen liebe ich den LaFerrari so, weil der einfach so gut kontrollierbar ist, trotz dieser Übermacht an 750 V12 PS und dann auch diese 170 Elektromotor PS. Ich habe die genauen Daten jetzt nicht im Kopf. Ich glaube 963 sind es insgesamt, ne? Entschuldigt an alle Nerds, die das wissen. Aber die so gut zu kontrollieren ist schon echt Sahne und macht einen Heidenspaß. Es ist natürlich so, dass der Elektromotor nur hinzukommt, wenn gerade kein Schlupf da ist, wenn die Räder genug Grip haben. Das habe ich ja schon öfter erklärt. Sowohl diese weiße Anzeige, die sich dann füllt im Cockpit, als auch unten rechts in dieser digitalen Anzeige. Die blaue Anzeige da, der blaue Balken. Wenn der voll da ist, gibt auch der Elektromotor volle Power dazu. Pff. Jetzt so halb. Ja, also er regelt dann immer genau am Schlupf entlang sozusagen. Jetzt haben wir hier gar keine Unterstützung, aber sobald wir wieder Grip an der Hinterachse kriegen, ist der Elektromotor auch voll da. Und unterstützt uns dann mit genau dieser Art von Beschleunigung. 240, 50, 60, 270, 280, 290, 300. Es geht locker weiter. 310, noch komm, 320 legen wir auch noch drauf. Sehr schön. 330 im sechsten Gang. Schalten wir einfach mal bei 330 in die nächste Welle und haben trotzdem noch Vortrieb. Ja, also es ist unfassbar, was das hier für eine Karre ist. Natürlich McLaren P1 auf ähnlichem Niveau unterwegs, wenn nicht sogar hier und da ein bisschen schneller. Wahrscheinlich nicht bei der Beschleunigung, aber so auf der Strecke wohl. Aber hat nicht so ein schönes Driftverhalten hier wie der LaFerrari. Keine vollgesperrte Achse. Turbomotor, also ein bisschen nicht ganz so direkt, wie ich finde. Aber ist wahrscheinlich auch nur eine Gewöhnungssache. Ach, es ist einfach geil. Link zur Strecke natürlich in der Beschreibung. Das war ein bisschen vieles Guten. Jetzt können wir hier vielleicht auch mal... Oh, habe ich das eigentlich schon mal gezeigt? Die Driver Performance App habe ich bestimmt schon mal gezeigt, oder?
Ihr müsst in den Assetto Corsa Ordner. Dort gibt es den Systemordner und da gibt's die Config Textfile, CFG, glaube ich. Und da drin kann man Entwickler-Apps aktivieren und dann ist diese hier freigeschaltet. Da haben wir 0 auf 100 oder 0 auf 50, 0 auf 100, 0 auf 120, 0 auf 160. Ich mach das hier einfach mal, weil wir hier so eine schöne Gerade vor uns haben. Haben natürlich super wenig Grip, aber legen einfach mal los hier. Da braucht schon über 4 Sekunden für den Sprint von 0 auf 100. Aber die 160 sind nach 6,51 Sekunden. Alter Schwede. 400 Meter nach 11,06 Sekunden mit 239 km/h. Den stehenden Kilometer können wir jetzt hier nicht reinholen. Und die Bremsperformance, da scheiße ich einfach mal drauf. Aber alter Schwede, 4 Sekunden von 0 auf 100 ist jetzt wirklich kein guter Wert. Aber ihr habt auch gesehen, wie krass uns die Räder durchgedreht sind. Mit den ganzen Assistenzsystemen, die der LaFerrari eigentlich hat, sind da auch garantiert gute Dreierzeiten drin. Wenn nicht sogar unter 3, wahrscheinlich. Bei griffigem Asphalt geht ja garantiert auch was unter 3. Naja, aber dann trotzdem die 6,5 Sekunden von 0 auf 160 zu kriegen, ist unfassbar schnell. Oh, okay. Ich kann es leider nicht. Ah. Da gab es letztens ein Video, wo der schwarze LaFerrari, den man auch auf Monster driften sieht und auch auf der Nordschleife so ein bisschen, also in echt, ne, in echt wohlgemerkt, der ist irgendwo auf eine Landstraße eingebogen mit Vollpin, ja, also zweiter Gang, biegt auf die Landstraße und will dann Gas geben und hier am Driften, da am Driften und fast noch in einen Renault Megane, glaube ich, rein oder was weiß ich, ein Citroën oder so, ich weiß es nicht. Das war arschknapp. Und das erinnert mich so ein bisschen an mich, wenn ich die LaFerrari fahre, hier im Spiel, weil, naja, es ist immer so ein schon ein bisschen Rambock-mäßig, aber irgendwie auch präzise, das ist ganz, ganz komisch. Einfach nur, weil der so viel Power hat, ist das schon so ein Rambock-Gefühl, weil man den aber dann auch schön um die Kurve kriegt. Ja, okay, jetzt lassen wir hier ein bisschen weit auslaufen. Da kannst du den halt doch präzise irgendwie doch noch bewegen. Wie geil war das denn bitte? Nur durch diese endlose Power haben wir den überhaupt noch durch die Kurve bekommen. Ach Gott. Normalerweise warst du zweiter Gang, dritter Gang, ja, dann geht's ganz nochmal weiter, ist alles okay, aber hier nicht. Machst du dritter Gang, dann geht der nochmal extra ab. Kapasch. Geht sogar noch ein bisschen im vierten Gang, es ist unglaublich. Unbelievable. Ja gut, es klappt auch leider nicht immer. Aber dafür immer öfter. Ah, diese wird zu krass unterwegs. Ja, hoffentlich schlagen wir nicht ein. Das schöne Auto, nee. Die Auslaufzonen sind ja hier groß genug, dass man hier auch gerne mal solche Spielchen machen kann. So, ein, zwei Ründchen machen wir das Ganze noch. Machen wir uns einfach nochmal auf den Weg in die geile Kurve oder Richtung geile Kurve. Und dann ist auch schon wieder gut. Das müsst ihr am besten selber ausprobieren, irgendwie, wenn das irgendwie hinkriegt. Das ist so ein schönes, geiles Gefühl. Ich weiß, jetzt werden nach dieser Folge wieder Leute nach einem Drift-Tutorial fragen, aber ich finde keine gute, kompetente Möglichkeit, das zu machen. Ich habe schon ein bisschen was in Planung auch. Das habe ich ja schon öfter mal gesagt. Das stimmt auch. Das wird auch weiter geplant. Aber wenn ich sowas mache, will ich das auch einigermaßen perfekt machen. Das kann ich halt nicht. Noch nicht. Das soll nichts Halbherziges werden dann. Das soll schon mit Sinn und soll auch logisch sein. Und Sinn machen auch für vielleicht komplette Anfänger.
Learning by doing ist eigentlich der beste Tipp. Ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Ich habe jetzt 800 Stunden auf meinem Assetto Corsa Steam-Konto, Spielzeit-Konto. Da gehen natürlich auch bestimmt wohl 25-30% für drauf, für Wiederholungen immer aufzeichnen und so, wo man nicht fährt. Aber ich wette auch mal locker 30% nur fürs Driften. Einfach nur aus Spaß und Freude in ein Fahrzeug setzen, auf eine Strecke setzen und dann ein paar Hinterreifen zerstören. Ach, zu viel Gas. Die armen Reifen, ey, ich weiß gar nicht. Sind die schon, die sind doch bestimmt schon im Arsch. Die sind doch bestimmt schon im Arsch, so nach 10 Minuten Dauerfeuer. Gripmäßig geht da auch nicht mehr so viel. Wir machen vielleicht mal eben die Tire-App an. Da ist sie. Ja, okay, hinterer Wert 97. Das ist schon auf jeden Fall Verschlisse. So ein bisschen. Ein bisschen Verschlisse. Aber sehr gut, da können wir die geile Kurve nochmal ein bisschen geiler driften vielleicht. Oder hier voll drüber berserkern. So ein Scheiß. So, jetzt aber nochmal. Ah, scheiße. Da war zu viel Gas, jetzt geht der Lenkwinkel aus, ne, und dann kannst du es nicht mal wieder einfangen. Dann kriegst du erst bei 140 wieder. Du bist beim Rausbeschleunigen bei 140 kriegst du erst wieder Grip an der Hinterachse. Es ist unglaublich. Einmal in echt mit so einem Dinge mitfahren allein schon und ich kann sterben. Kannst du tot umfallen. Im Sitz direkt noch Herzinfarkt noch bei, wenn man in die Box rollt. Und wenn die Hinterräder drohen, nicht mehr durchzudrehen, einfach mal drauflatschen, den Nebel anmachen. Es ist total Berserker-Modus, ich weiß. Richtig so mit der Streitaxt durch das Kressebeet so ungefähr, ja. Also richtig übertrieben. Mit Kettensägen auf Kressen losgehen. Aber es macht halt einen Spaß. Ich habe mir die Strecke hier gemietet, ich darf das. Mein LaFerrari, meine Reifen. Ich bin Besitzer von der Michelin-Gruppe. So, jetzt nochmal hier. Winkel darf nicht zu groß werden. Erst jetzt. Dann gehen wir hier in den dritten. Ja, das war doch nochmal Sahne. Sahne, Leute. Wie lange man den halten kann, ey. Und auch unter 100 km/h in den dritten zu latschen, klappt auf jeden Fall. Ich sag danke fürs Zusehen, schön, dass ihr dabei wart. Wir versuchen nochmal eben ein 360. Okay, das wird nicht klappen. Ich hab Angst. Puh.
ganz schön viel Geld, ganz schön tief im Arsch, glaube ich, nach diesem Unfall. Danke fürs Zusehen, schön, dass ihr dabei wart. Alle Links, die ihr braucht, gibt's in der Beschreibung. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Assetto Corsa, dann gibt's ja auch ein Community-Rennen wieder, genau. Und ja, das seht ihr dann morgen. Macht's gut. Tschüss.